Riemen. Bitte. Der Riemen scheint stark und ziemlich lang zu sein. Ja, deswegen holen wir uns den jetzt auch. Einverstanden. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Ja, daran habe ich mich eben geschaut. Warum sollte ich den Riemen zusammenheften? Ach, ich hasse dich. Das ist dann einfach mal... hallo? Was war das jetzt? So. Ja. Wir können mit dem Riemen das Hinterrad des Motorrads und das Laufrad der Kontaktmaschine verbinden. Aber? Es wird uns nutzen, dass das Motorrad etwas in der Luft hängt. Dann starten wir es und das Rad wird seinerseits das Laufrad zum Drehen bringen. Somit erhält die Kontaktmaschine Strom. Es fehlt nur ein kleines Detail. Ich muss beide Enden des Riemens miteinander verbinden, damit die Erfindung funktioniert. Ja, machen wir ja. Prima. Mit der Heftmaschine kann ich die Enden des Riemens verbinden. Yay. Es sind zwar nur 3 Klammern darin, aber es müsste halten. Einverstanden. Mal sehen, ob ich ihn anbringen kann. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Joshua. Ein Mann, der so eine Maschine gebaut hat, muss sehr geschickt sein. Beschlossene Sache. Ich gebe Joshua den Riemen und erläutere ihm meine Idee. Dann muss er sich die Hände selbst schmutzig machen. Hey. Joshua? Ja? Ich habe eine Idee, wie wir deine Kontaktmaschine zum Laufen bringen. Im Ernst? Das ist genial! Erklär mir deine Idee, Junge. Also, ich habe daran gedacht, einen Riemen zwischen dem Hinterrad des Motorrads und dem Laufrad deiner Maschine anzubringen. Dann starten wir das Motorrad und legen einen Gang ein. Sobald sich das Rad dreht, wird es den Riemen in Bewegung setzen und... Ja, ich habe verstanden. Eine gute Idee, mein Junge. Am Ende bist du doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Aber sag mir eines. Hast du einen Riemen? Wie? Ach so. Klar habe ich einen. Tja. Du wirst ihn doch anbringen, nicht wahr? Ja, das ist meine Sache. Du musst den Riemen nur neben dem Motorrad liegen lassen. In 5 Minuten bin ich dabei. Ich habe nur gerade eine telepathische Nachricht aus Trantor bekommen und möchte sie entziffern, bevor ich sie wieder vergesse. Gut, wie du willst. Aber beeil dich bitte. Hoffentlich nimmt sich Joshua nicht zu viel Zeit. Ich möchte gern sehen, ob meine Idee funktioniert. Ja, jetzt müssen wir eher aus dem Bild. Okay, Dankeschön, geh zurück. Krater. Und es ist immer noch nicht gemacht. Ach, Mann. Ich sehe, dass Joshua den Riemen noch nicht angebracht hat. Ich rede mit ihm. Mach das. Du machst Steinbein mit Blasen. Genau. Joshua? Ja? Warum hast du den Riemen noch nicht angebracht? Sieh mal, da wäre ein kleines Problem. Ich kann den Riemen nicht anbringen, ohne das Rad des Motorrads abzumontieren. Logisch, oder? Ich konnte das Rad aber nicht abmontieren, weil ich dafür einen 10er-Schlüssel brauche. Aber keinen habe. Verdammt nochmal. Schon klar. Jetzt merke ich erst, was für ein Dummkopf ich gewesen bin. Ich hätte die Enden des Riemens nicht miteinander verbinden sollen, ohne ihn vorher um das Rad gelegt zu haben. Nee. Das Schlimmste ist, dass ich den Riemen nicht aufschneiden kann, um ihn später wieder mit den Klammern zu verbinden. Ich glaube, er wäre dann zu klein. Außerdem habe ich keine Klammern mehr. Ach so. Joshua, mach dir keine Sorgen. Ich besorge dir einen 10er-Schlüssel und bring ihn dir. Abgemacht! Das. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Ach, das ist... Aber ich glaube, mir fehlt eh noch was. Durch diesen komischen Stein noch. Ja, guck mal, Steine suchen. Wir gehen auf Steine suchen. Yay! Das ist Steine suchen. Stein. Steine suchen. Ist hier ein Stein? Danke. Ach, hier geht's ja noch weiter. Was ist da? Sie hat einen alten Antrieb und wird von Hand gelenkt. Upsa. Leider hat sie ein kaputtes Rad. So kann ich sie nicht benutzen. Schade. Ich vermute, dass man sie benutzt hat, um das Werkzeug für die Bergleute zu deponieren. Aber jetzt ist sie leer. Mit dem kaputten Rad werde ich sie nicht bewegen können. Sorry. Was ist das denn? Eine Lampe oder so? Oder wie? Das ist ein Ufer. Also hier. Nicht der Stein suchen. Das ist er. Mama Lurita. Da.
hinten. Da, da irgendwo, da. Oh, ich weiß nicht mehr, wo der grüne Stein ist, ey. Wo ist der hinderte Stein? Ja, da ist wieder neu. Gerade da war er auch nicht. Egal, geh mal den Hutger erstmal fragen, den blöden Zehnerschlüssel, der hat ja die ganzen Werkzeuge da rumliegen oder hängen. Okay. Schlüssel. Zehnerschlüssel. Hey, Saturn. Was? Nein, wenn es in... Ah, ja. Könntest du mir einen Zehnerschlüssel borgen? Ja, nimm ihn dir von der Werkzeugwand da hinten. Mich interessiert. Ja? Ja, ich lasse. Okay. So, wo ist der Zehnerschlüssel? Meine Herren, ist wirklich vollständig. Mal sehen. Die Schlüssel sind hier links. Verdammt. Ausgerechnet der Zehnerschlüssel ist nicht an seinem Platz. So. Hör mal, Saturn. Was ist jetzt wieder los, Bibi? Der Zehnerschlüssel ist nicht an der Werkzeugwand. Unmöglich, er muss dort... Ach ja, warte, das stimmt. Ich habe ihn gebraucht und er ist noch in meiner Tasche. Fang! Nein, nicht werfen, nein! Das kann nichts Gutes werden. Oh, Junge, Brian. Junge, deine Reflexe sind wohl nicht die allerbesten. Brian. Na, mach dir keine großen Sorgen. Der Schlüssel muss unten auf der Straße liegen. Du musst nur nach unten gehen und ihn holen. Ja, tausend Dank. Es ist eine kleine Stadt. Eine einzige breite Straße mit Gebäuden auf beiden Seiten. Die liegt auf die Straße. Und hier und da eine Gasse zwischen den Gebäuden. Ich glaube es nicht. Also, bei Brians Glück liegt er sonst wo. Aber nicht auf der Straße. So. Reiner. Hoffe. Wo ist er denn? Ich sehe den Zehnerschlüssel nirgendwo. Ich habe leider eine Ahnung, wo er sein könnte. Er ist in die ekelhafte Tränke gefallen. Mal sehen, wer der Mutige ist, der die Hand dort hineinsteckt. Niemand, weil wir jetzt Schwanerei machen gehen. So. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Ich werde ihn in die Tränke fallen lassen. Mit etwas Glück springt der Schlüssel raus, der noch feststeckt. Steckt er fest? Von hier aus habe ich nicht sehen können, ob es funktioniert hat. Dazu muss ich runtergehen. Runter. Komm, Brian, geh schneller. Da. Genial. Hier ist der blöde Schlüssel. Endlich gehört er mir. Vom Matsch befreit. Jetzt kann ich ihn Joshua bringen. Yay. Meine Stimme. So, Joshua hier, ist ein Behindertenschlüssel. Joshua? Ja? Ich habe den Zehnerschlüssel. Ah, wunderbar. Lass ihn neben dem Riemen liegen. Ich kümmere mich sofort darum. Aber warte noch 5 Minuten. Gerade erhalte ich eine neue telepathische Nachricht aus Trantor. Schon in Ordnung. Klar, wie du meinst. Nur weil sie die Animation nicht machen wollten. Ich hoffe, dass Joshua meine Idee jetzt in die Tat umsetzen kann. Klar, also wenn das nicht funktioniert, was soll dann funktionieren? Und zurück. Yay. Genial! Der Riemen ist schon montiert. Joshua? Gibst du mir einen Zehnerschlüssel? Wie ich sehe, hast du den Riemen schon angebracht. Hast du schon ausprobiert, ob deine Erfindung funktioniert? Es tut mir leid, mein Junge. Wir haben kein Glück. Das Motorrad hat keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Brian's das Glück fehlte halt. Noch. Schön durchatmen. Nur nicht verzweifeln. Ich besorge das Benzin. So gefällst du mir, Junge. Ich weiß, dass du es kannst. Und mit deiner Hilfe werde ich mein Ziel erreichen. Okay. Wieder nach zu Rutger. Ja, wo ist denn der behinderte Stein, den ich jetzt suchen gehe? Der muss doch hier irgendwo rumfliegen. Ich liege hier vielleicht... Hier, nein. Zieh doch mal deinen Scheiß Schuh an.
Das regt mich total auf. Ich darf aber jetzt immer noch nicht da reingucken. Also. Wo ist der behinderte Stein, ey? Wo ist er? Wo ist der behinderte Stein? Ah, ich bin Kopf. Er ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein Loch in der Mitte, wie bei einem Kranzkuchen. Ist gut. Yay, er gefällt mir. Jeder würde sagen, dass er ein Kunstwerk ist und nicht ein einfacher Stein, den man irgendwo auf dem Boden gefunden hat. Hast du gehört? Kunstwerk. Ich weiß aber noch, wie ich den super bekomme. Ah ja, ich werde zurück. Ja. Hey, Saturn. Was? Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht, kann ich mir den Kanister dort borgen? Es ist Benzin, nicht wahr? Ja, es ist Benzin. Es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht geben. Als wir in dieser Stadt ankamen, haben wir gewisse Regeln festgelegt. Eine davon besagt, dass wir nichts mit Geld zu tun haben möchten. Hier wird nichts gekauft oder verkauft. Wir benutzen das altbewährte und ehrenhafte Tauschsystem. Wenn du etwas haben möchtest, das mir gehört, musst du mir etwas im Tausch dafür geben. Wenn es ums Ausleihen von Dingen geht, die nicht verbraucht werden, ist alles in Ordnung. Da sind wir sehr großzügig. Aber wenn jemand sich etwas ausleihen will, das er nicht zurückgeben kann, weil die Benutzung notwendigerweise den Verbrauch der Sache bedeutet, dann, mein Freund, muss man etwas als Gegenleistung erbringen. Und ich brauche dir wohl nicht zu erklären, dass dies bei dem Benzinkanister der Fall ist. Ja, ich verstehe. Und was könnte ich dir im Tausch gegen den Benzinkanister anbieten? Ich kann mir vorstellen, dass du mir eins deiner Werke geben könntest. Ich sammle Werke anderer Künstler, weißt du? Das bereichert einen sehr. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Ja, wir haben doch so einen lustigen Stein gefunden. Vielleicht versuche ich mal damit. Ist schon gut. Ich verschenke ihn ungern, aber vielleicht gibt Saturn mir dafür den Benzinkanister. Saturn! Schau mal, ich bringe dir ein erstklassiges Kunstwerk. Es ist eine kleine Skulptur aus Stein gehauen. Was stellt sie dar? Was sie darstellt? Also, sie stellt die Leichtigkeit des Menschen in der wilden Umgebung um ihn herum dar. Ja, genau was ich dachte. Es ist ein sehr gutes Stück und ich trenne mich nicht gern davon, aber ich gebe es dir im Tausch für den Benzinkanister. Ich kann das Konzept schon deutlich erkennen, aber sie kommt mir wie ein unvollendetes Werk vor, wie ein roher Diamant. Bearbeite sie weiter und wir reden nochmal darüber. In Ordnung. Wie du willst. Du bist der Meister. Es hat nicht geklappt. Nein. Ich hoffe, das Telefon hat jetzt nicht geklingelt. Nein. Nein. Ich rühre meinen Bernstein nicht ohne guten Grund an. Ich hänge sehr daran. Was? Ich weiß nur, dass man den irgendwie noch sauber machen muss. Irgendwie kann man den noch sauber machen. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber man muss ihn sauber machen. Ich gehe nochmal zu der komischen Doktorandin und sag mal, ja, ich will dein Ding. Wie heißt das Schleifgerät nochmal benutzen? Im Moment finde ich nichts Brauchbares. Okay. Hab ich kein Schnörkelpapier oder so? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Schneider. Keine Ahnung. Hallo. Hilfe. So. Wo finde ich das jetzt? Ich hab's gesehen. Ich hab was vergessen gehabt. Das ist ein Schleifklotz. Kevin muss ihn verloren haben. Nicht der Besen. Tja, ich hebe ihn besser vom Boden auf. Jetzt haben wir es komplett. Kevin wird mir bestimmt dankbar sein, wenn ich ihm den Schleifklotz zurückgebe. Wenn ich ihm etwas Feinschliff verpasse, findet er vielleicht vor Saturn Gnade.
und ich bekomme das Benzin. Also versuche ich es mal. Yay. Sehr schön. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Ja, hoffen wir, dass Saturn meiner Meinung ist. Hoffen wir es auch. Ja. Blöder. Einverstanden. Mal sehen, ob er sie gegen den Benzinkanister eintauscht. Genau. Saturn! Ich habe die Skulptur weiter bearbeitet und bin jetzt sicher, dass sie dich entzücken wird. Mhm. Was hältst du davon? Ist sie nicht ausstellungsreif? Ja, ich spüre eine andere Schattierung. Der Mensch hat sich ja weiterentwickelt. Seine Leichtigkeit in der Umgebung ist noch spürbar, aber er versucht es zu verstecken, indem er sich mit Fortschritt umgibt. Okay. Das ist es, was du zu vermitteln versuchst, oder irre ich mich? Du irrst dich nicht. Genau darum geht es. Dann interessierst du dich also dafür? Du kannst sie behalten. Ich nehme den Benzinkanister mit und all... Nein, für mich sieht es immer noch wie ein unvollendetes Werk aus. Wie ein Haus ohne Dach. Sobald du sie vollendet hast, können wir über den Deal sprechen. Gut, gut, in Ordnung. Ein Haus ohne Dach? Moment, ist das Dach da? Dieser Typ ist wirklich ein harter Brocken. Hat sich auch das Haus geholt. Ich gebe den Bernstein ja ungern her, aber er passt wunderbar in das Loch im Stein. So sieht das Ganze doch gleich viel kunstvoller aus. Versuchen wir es mal. Jetzt sieht er toll aus. Ja. So wird der Saturn gefallen. Jetzt haben wir einen blöden... Einverstanden. Benzin vielleicht kann ich diesmal den Deal abwickeln. Saturn! Jetzt musst du die Skulptur genau betrachten. Ich glaube, dass mir dank deiner Ratschläge ein Meisterwerk gelungen ist. Was hältst du davon? Ah, das Licht. Das göttliche Element wird durch das Licht symbolisiert, klar. Trotz alledem kann der Mensch seine Leichtigkeit nicht ertragen und muss ein höheres Wesen erschaffen, das seinem Leben einen tieferen Sinn gibt. Das ist es, nicht wahr? Genau. Du hast es erfasst. Abgemacht? Zuerst musst du noch etwas tun. Stell die Skulptur in die Terrassentür. Die Sonne wird das letzte Element sein. Von ihr wird sie das Licht aufnehmen, das den Menschen umgibt. Wie du meinst. Okay, nicht ganz. Sieht aber fatal aus. Ja, wahrhaft majestätisch. Beweg sie keinen Millimeter. Das ist der perfekte Ort. Dann ist es abgemacht? Ich kann doch den Benzinkanister haben, oder? Ja, ja, er gehört dir. Aber ich muss dir noch etwas sagen. Ja. Das ist kein einfaches, normales Benzin. Es handelt sich um eine Art konzentriertes Benzin, das ich selbst hergestellt habe. Damit es wie normales Benzin funktioniert, musst du es mit Wasser mischen. Die Formel ist einfach. 40 Kubikzentimeter Konzentrat pro Liter Wasser. Das genaue Mischungsverhältnis ist wichtig. Ich verstehe. Hast du irgendwelche Geräte, um das Volumen genau zu ermitteln? Ich muss zugeben, da gibt es ein kleines Problem. Das 40 Kubikzentimeter Glas ist mir vor ein paar Tagen kaputt gegangen und ich habe noch kein neues gekauft. Mhm. Aber mach dir keine Gedanken. Neben dem Kanister sind eine 1-Liter Flasche und zwei Messbecher zu 30 und zu 50 Kubikzentimetern. Damit kannst du die Mischung herstellen. Wenn du meinst, jetzt was los der ist. Kanister. Der Kanister, endlich! Endlich gehört er mir. Ja! Und auch die Flasche und die Messbecher. Mal sehen, ob ich damit die richtige Mischung hinkriege. Ich brauche erstmal Wasser. Ich frage Saturn lieber, ob ich mir etwas von dem Wasser nehmen darf. Das vielleicht sagen können. Hey, Saturn! Nein. Dann muss ich nochmal fragen. Darf ich mich mein mal Freund. Bitten? Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht. Wasser. Kann ich mir etwas Wasser aus der Maschine borgen? Klar, Mann. Wasser darf man niemandem vorenthalten. Nimm so viel Wasser, wie du brauchst. Danke. Mich interessiert. Ja. Ich auch. Okay. Jetzt ist lustig. Einverstanden. Bis zur Marke ist es genau 1 Liter Wasser. Gut, dann mach mal. In den Messbechern hat das Wasser nichts zu suchen. In den Mess... Benzin. So, ich habe ihn bis zur Markierung gefüllt. Da hätten wir 50 Kubikzentimeter Benzinkonzentrat. Das wird los. Klasse,
und keinen Tropfen verschüttet. Er ist leer. Klasse. Und keinen Tropfen verschüttet. Oh, ich hab's schon hinbekommen. So, ich habe ihn bis zur Markierung gefüllt.